Im Schwarzwald lebte einmal eine Witwe, Frau Barbara Munkin. Ihr Mann war Kohlenbrenner gewesen und nach seinem Tod hielt sie ihren Sohn nach und nach zu demselben Geschäft an. Der junge Peter Munk, ein schlanker Bursche, ließ es sich gefallen, weil er es bei seinem Vater auch nicht anders gesehen hatte. Aber ein Köhler hat viel Zeit zum Nachdenken über sich und andere. Und wenn Peter Munk an seinem Meiler saß, stimmten die dunklen Bäume umher und die tiefe Waldesstille, sein Herz zu Tränen und unbewusster Sehnsucht. Es betrübte ihn etwas, es ärgerte ihn etwas, er wusste nicht recht was. Endlich erkannte er, was ihn ärgerte, und das war sein Stand. Ein schwarzer, einsamer Kohlenbrenner. Es ist ein Elendleben. Die ganze Woche sitze ich am rauchenden Meiler und wenn die Kohlen verkauft sind, habe ich keine 6 Batzen in meiner Hand. Auch gilt ein Kohlenbrenner gar zu wenig auf der Welt. Erscheine ich am Sonntag, rein gewaschen und geputzt, in des Vaters Ehrenwams mit silbernen Knöpfen und nagelneuen roten Strümpfen im Wirtshaus, schaut sich wohl einer um und denkt, wer ist nur der schlanke Bursche? Erkennt er mich aber, sagt er, ach, es ist bloß der Kohlenmunk Peter. Wie reich und angesehen sind da die Glasmacher, die Uhrmacher und erst die Flößer von der anderen Seite, wenn ich nur den dicken Ezechiel nehme. Während ich am Abend noch das Feuer bewache, sitzt er schon im Wirtshaus mit ausgespreizten Beinen, stattlichen Kleidern und an Knöpfen, Schnallen und Schuhen den halben Zentner Silber auf dem Leib, raucht holländische Pfeife, langt ganze Hände voll großer Taler aus den Taschen und verspielt an einem Abend mehr, als ich in einem Jahr verdiene. Ja, wenn ich so reich und kühn wäre, wie der lange Schlurker, oder so berühmt und könnte den Musikanten Taler statt Kreuzer zuwerfen wie der Tanzbodenkönig. Da wollten mich die Mädchen wohl als ihren Prinz achten. Wo nur die Burschen das Geld herhaben. Allerlei Mittel ging er durch, wie man sich Geld erwerben könne. Aber keines wollte ihm gefallen. Endlich erinnerte er sich, wie der Vater früher von reichen Leuten erzählt hatte, und wie sie reich geworden waren. Der Sage nach hausen im Schwarzwald 2 Geister. Das Glasmännlein ist ein gutes Geistchen und hat schon manchen in der Not geholfen. Alles Böse aber schreibt sich vom Holländer Michel her, der auf der anderen Seite des Waldes umgeht. Oh, er kann einen reich machen. Aber noch niemand ist dabei glücklich geworden. Nun, der Holländer Michel braucht es nicht just zu sein. Ich könnte es ja mit dem Glasmann probieren. Das Glasmännlein aber zeigt sich nur Leuten, die an einem Sonntag zwischen 11 und 2 Uhr geboren sind. Aber ich bin doch ein Sonntagskind und mittags schlag 12 geboren. Wem das Glasmännlein erscheinen soll, der freilich muss den Zauberspruch wissen und ihn am Tannenbühl in der Mitte des Waldes sprechen. Ach, der Zauberspruch. Wie hieß nur der Zauberspruch? Schatzhauser im grünen Tannenwald. Bist schon viel 100 Jahre alt? Dein ist all Land, wo Tannen stehen? Dein ist all Land, wo Tannen stehen? Und fehlt auch der letzte Reim. Ein Sonntagskind bin ich doch. Das ist ausgemacht. So will ich mein Glück versuchen. Warte nur, Glasmann, du sollst dich mir zeigen.
Am nächsten Tag verkaufte Peter seine Kohlen, zündete aber kein neues Feuer an, sondern zog seines Vaters Staatswams und neue rote Strümpfe an, setzte den Sonntagshut auf und fasste seinen Schwarzdornstock in die Hand. Was hast du vor, Peter, dass du inmitten der Woche deinen Sonntagsstaat anlegst und keine Kohlen brennst? Sorgt euch nicht, Mutter. Ich muss nur aufs Amt in die Stadt, denn ich soll zu den Soldaten geholt werden. Und da will ich dem Amtmann nur noch einmal einschärfen, dass ihr Witwe seid und ich euer einziger Sohn. Daran tust du recht, mein Junge. Glück auf den Weg! Lebt wohl, Mutter! Peter aber machte sich auf nach dem Tannenbühl. Der Pfad wurde steiler und die Gegend wilder. Bald standen die Bäume so dicht und so hoch, dass es beinahe Nacht war. Peter Munk wurde ganz schaurig zumut. Auf einmal stand er vor einer Tanne von ungeheurem Umfang. Hier wird wohl der Schatzhauser wohnen. Wünsche glückseligen Tag, Herr Glasmann! Herr Glasmann! Vielleicht muss ich doch das Verslein sprechen. Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon viel hundert Jahre alt. Dein ist all Land, wo Tannen stehen. Herr Glasmann, seid so gütig und zeigt euch. Ich bitte euch, haltet mich nicht zum Narren. Herr Glasmann, wenn ihr meint, ich habe euch nicht gehört, so täuscht ihr euch sehr. Warte, Bursche, dich will ich bald haben. Reime, dummer Peter, reime. Wartet, zieht euch noch nicht zurück. Ich bin doch am Sonntag geboren. Schlag 12. Fort ist das Männlein. Warum kann ich auch keinen Spruch reimen auf stehen? Peter pochte mit dem Finger an seine Stirn. Aber da er in seinem Leben noch keinen Reim gemacht hatte, wollte auch keiner hervorkommen. Mit einem Mal schien ihm das Dunkel des Tannenwaldes immer schwärzer zu werden, und es fing Peter an so zu grauen, dass er im Trab davonjagte, und erst als er schon ganz erschöpft war, ließ er sich nieder, um auszuruhen. Und wie er so trübe dasaß und an den Reim auf Stehen dachte, da zogen drei Burschen an ihm vorüber. Wie hieß es da eben im Lied? War das nicht mein Reim auf Stehen? Halt, Freunde! Was habt ihr auf Stehen gereimt? Tut mir die Liebe und sprecht, was ihr gesungen! Was geht's dich an, Bursche? Wir können singen, was wir wollen. Und lass gleich meinen Arm los, oder... Nein, sagen sollst du, was ihr gesungen habt! Willst du dich anlegen mit uns? Hast du lange keine Schläge mehr bezogen, hä? Los! Knöpfen wir uns den Kerl mal vor. So, jetzt hast du dein Teil. Und merk dir, toller Bursche, dass du Leute wie wir sind nimmer anfällst auf offenem Wege. Ach, ich will mir es gewisslich merken, aber wo ich die Schläge habe... Seid so gut und sagt deutlich, was ihr gesungen. Bist ein komischer Kauz. Aber es soll sein, du hast ja die Antwort leidlich verdient. Am Berge tat ich stehen und schaute in das Tal. Da habe ich sie gesehen zum allerletzten Mal. Vielleicht, dass wir... uns einmal wiedersehen? Am Berge tat ich stehen und schaute in das Tal. Da hab ich sie gesehen zum allerletzten Mal. Also sehen. Sehen, aufstehen. Oh. Jetzt, Glasmännlein. Wollen wir wieder ein Wort zusammensprechen?
Peter ging langsam und sinnend seinen Weg, denn er musste ja einen Vers bilden. Endlich, als er schon im Bereich des Tannenbühls war, hatte er seinen Vers gefunden und machte vor Freude einen Sprung in die Höhe. Da trat ein riesengroßer Mann in Flößerkleidung und eine Stange so lang wie ein Mastbaum in der Hand hinter den Tannen hervor. Er trug Stiefel, so groß, dass Peter bis an den Hals hätte hineinstehen können. Es war kein anderer als der Holländer Michel. Peter Munk, was tust du im Tannenbühl? Guten Tag, Landsmann. Ich will durch den Tannenbühl in die Stadt zum Herrn Amtmann. Peter Munk, der Weg geht nicht durch diesen Hain. Nun, so gerade just nicht. Aber es macht heute warm und da dachte ich, es wird hier kühler sein. Lüge nicht, du Kohlenpeter! Oder ich schlag dich mit der Stange zu Boden! Meinst, ich hab dich nicht betteln sehen? Bei dem Kleinen? Okay, geh, das war ein dummer Streich. Und gut ist es, dass du das Sprüchlein nicht wusstest. Er ist ein Knauser, der kleine Kerl, und gibt nicht viel. Und wem er gibt, der wird seines Lebens nicht froh. Peter, du bist ein armer Tropf und dauerst mich in der Seele. So ein munterer, schöner Bursche, der in der Welt was anfangen könnte und sonst Kohlen brennen. Wenn andere große Taler aus dem Ärmel schütteln, kannst du kaum ein paar Sechser aufwenden, sinnst dein ärmlich Leben. Wahr ist's und recht habt ihr. Ein elendes Leben. Na, mir soll's nicht darauf ankommen. Hab schon manchem braven Kerl aus der Not geholfen. Und du wärst nicht der Erste. Sag einmal, wie viele 100 Taler brauchst du für den Anfang? Bei mir gibt es Gold. Könnt's haben, wenn ihr wollt. Um geringen Sold. Gold, 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 Gold. Schönen Dank, Herr. Aber mit euch will ich nichts zu schaffen haben. Und ich kenne euch schon. Wirst's noch bereuen, Peter. Auf deiner Stirn steht's geschrieben. In deinem Auge ist's zu lesen. Du entgehst mir nicht. Lauf doch nicht weg. Hör nur noch ein vernünftig Wort. Dort ist schon meine Grenze. Du dummer Kohlenpeter! Peter lief, was er laufen konnte, und setzte mit einem verzweifelten Sprung über den Graben. Die Stange, die der Waldgeist auf ihn niederschmettern wollte, zersplitterte in der Luft wie an einer unsichtbaren Mauer. Nur ein langes Stück fiel zu Peter herüber. Triumphierend hob er es auf, um es dem groben Holländer Michel zurückzuwerfen. Aber da bewegte sich das Holz. Und war eine ungeheure Schlange, die sich mit geifernder Zunge und schwankendem Kopf seinem Gesicht näherte. In diesem Augenblick rauschte ein riesiger Auerhahn nieder, packte die Schlange am Kopf und erhob sich mit ihr in die Lüfte. Erleichtert setzte Peter seinen Weg fort, und bald befand er sich an der großen Tanne. Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon viel 100 Jahre alt. Dein ist all Land, wo Tannen stehen. Lässt dich nur Sonntagskindern sehen. Das ist zwar nicht ganz getroffen, aber weil du es bist, Kohlmunk Peter, so soll es hingehen. Erstaunt sah Peter, wie unter der Tanne ein kleines Männlein saß. In schwarzem Wams und roten Strümpfen und einem spitzen Hütlein auf dem Kopf. Er hatte ein feines, freundliches Gesicht und ein Bärtchen so zart wie Spinnenweben. Er rauchte aus einer Pfeife von blauem Glas. Und als Peter näher trat, sah er, dass auch Kleider, Schuhe und Hut aus gefärbtem Glas bestand. Hm.
Du bist dem Flegel begegnet, dem Holländer Michel? Ja, Herr Schatzhauser. Und es war mir wohl bange. Er hat dich ängstigen wollen, aber seinen Kunstprügel habe ich ihm abgejagt. Den soll er nimmer wiederkriegen. Ach, ihr seid der Herr Auerhahn gewesen? Da bedanke ich mich schönstens. Ich komme aber, um mir Rat einzuholen bei euch. Es geht mir gar schlecht und hinderlich. Ein Kohlenbrenner bringt es nicht weit. Und da ich noch jung bin, dächte ich doch, es könnte noch was Besseres aus mir werden. Wenn ich nur den Ezechiel nehme und den Tanzbodenkönig, die haben Geld wie Heu. Peter, sag mir nichts von diesen. Du musst dein Handwerk nicht verachten. Dein Vater und Großvater waren Ehrenleute und haben es auch getrieben. Peter Munk. Ich will nicht hoffen, dass es Liebe zum Müßiggang ist, was dich zu mir führt. Nein, Müßiggang, das weiß ich wohl, Herr Schatzhauser im Tannenwald. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Aber das könnt ihr mir nicht übel nehmen, wenn mir ein anderer Stand besser gefällt als der meinige. Ein Kohlenbrenner ist halt so gar etwas Geringes auf der Welt. Und die Glasleute und Flößer und Uhrmacher und alle sind angesehener. Ihr seid ein sonderbar Geschlecht, ihr Menschen. Selten ist einer mit dem Stand ganz zufrieden, in dem er geboren und erzogen ist. Aber es sei, wenn du versprichst, brav zu arbeiten, so will ich dir zu etwas Besserem verhelfen, Peter. Ich pflege jeden Sonntagskind, das sich zu mir zu finden weiß, drei Wünsche zu gewähren. Die ersten zwei sind frei. Den dritten kann ich verweigern, wenn er töricht ist. So wünsche dir also. Aber, Peter, etwas Gutes und Nützliches. Heißer, ihr seid ein treffliches Glasmännlein. Und mit Recht nennt man euch Schatzhauser, denn bei euch sind die Schätze zu Hause. Nun, und also darf ich wünschen, wonach mein Herz begehrt. So will ich denn fürs Erste, dass ich noch besser tanzen könne als der Tanzbodenkönig und immer so viel Geld in der Tasche habe als der dicke Ezechiel. Du Tor, welch ein erbärmlicher Wunsch ist dies, gut tanzen zu können und Geld zum Spiel zu haben. Schämst du dich nicht, dummer Peter, dich selbst so um dein Glück zu betrügen? Was nützt es dir und deiner armen Mutter, wenn du tanzen kannst? Was nützt dir ein Geld, das nur für das Wirtshaus bestimmt ist? Noch einen Wunsch gebe ich dir frei. Aber sieh dich vor, Peter, dass du vernünftiger wünschst. Nun, so wünsche ich mir die schönste und reichste Glashütte im ganzen Schwarzwald mit allem Zubehör. Und Geld, sie zu leiten. Sonst nichts, Peter. Sonst nichts. Nun, ihr könntet noch ein Pferd dazu tun und ein Wägelchen. Dummer Kohlenmunk, Peter. Pferde, Wägelchen. Verstand, sag ich dir. Verstand. Gesunden Menschenverstand hättest du dir wünschen sollen. Aber Herr Schatzhauser, ich habe ja noch einen Wunsch übrig. Da könnte ich ja Verstand wünschen, wenn er mir so überaus nötig ist, wie ihr meint. Nichts da. Du wirst doch in manche Verlegenheit kommen, wo du froh sein wirst, wenn du noch einen Wunsch frei hast. Und nun mach dich auf den Weg nach Hause. Hier sind 2000 Gulden und damit genug. Vor 3 Tagen ist der alte Winkelfritz gestorben, der die große Glashütte gehabt hat im Unterwald. Dorthin geh morgen früh und mach ein Angebot auf das Gewerbe, wie es recht ist. Aber, und das sag ich dir ernstlich, nimm dich in Acht vor den Wirtshauslaufen, Peter. Es hat noch bei keinem lange gut getan. Das Männlein bot Peter freundlich die Hand, gab ihm noch ein paar gute Lehren mit auf den Weg, rauchte und blies aus seiner Pfeife immer schneller und verschwand endlich in einer Rauchwolke, die nach echtem holländischem Tabak roch.
Über Nacht war Peter Munk ein gemachter Mann. Und alle verehrten ihn jetzt nur, weil er plötzlich Geld hatte und eine Glashütte besaß. Er warf das Geld mit vollen Händen weg und teilte es den Armen reichlich mit, wusste er doch, wie ihn selbst die Armut gedrückt hatte. Den Sonntag aber ging Peter ins Wirtshaus. Und wie er den dicken Ezechiel beim Würfelspiel sah, da fuhr er schnell in seine Tasche und siehe, sie strotzte von Silber und Gold. Auch in den Beinen zuckte und drückte es, wie wenn sie tanzen und springen wollten. Und als der erste Tanz zu Ende war, nannten ihn alle den Tanzkaiser. Noch am selben Abend verspielte Peter 20 Gulden. Und nichtsdestominder rasselte und klang es in seiner Tasche, wie wenn noch 100 Taler darin wären. Das verhielt sich aber ganz so, wie er es vom Glasmännlein verlangt hatte. Denn je mehr Peter an Ezechiel verlor, desto mehr gewann er. Nach und nach aber kam die Glashütte in Verfall. Und daran war Peters Unverstand schuld. Glas ließ er machen, so viel man immer machen konnte. Aber er verstand nicht, es auch zu verkaufen. Am Ende verschleuderte er das Glas für den halben Preis an herumziehende Händler. Nun spielte Peter auch beinahe an allen Werktagen. Und im Wirtshaus nannte man ihn nur noch den Spielpeter. Wo bleibt denn heute der Spielpeter? Kein Geld hat er nicht mehr. Schulden, nichts als Schulden. In der Stadt hat einer gesagt, der Amtmann werde nicht mehr lange säumen zum Auspfänden. Psst. Da kommt er. Sonnenwirt, guten Abend. Sind der dicke Zechiel, der lange Schlucke und der Tanzbodenkönig schon da? Guten Abend, Herr Peter. Nur herein, Peter. Dein Platz ist dir aufbehalten, wir sind schon da. Und bei den Würfeln. Bist du auch gut versorgt für das Spiel hier? So gut als du bin ich noch immer versorgt, dicker Ezechiel. Dann gilt es. Um 6 Betzner heute. Um 6 Betzner heute. Um 6 Betzner. Top! Um 6 Betzner. Es gilt! Peter spielte und gewann und verlor hin und her. Und so spielten sie, bis es Abend wurde. Und spielten bei Licht bis tief in die Nacht. Jetzt ist genug. Es ist schon spät. Und ich habe Geschäfte morgen, die keinen Aufschub dulden. Gute Nacht. So geht es auch mir. Alle Dinge haben ihre Zeit. Bis morgen. Und du, Ezechiel? Hast du auch Geschäfte morgen? Ich habe immer Geschäfte. Aber auch mir langt's für heute. Machen wir Schluss. Nein, Ezechiel, wir beide bleiben und würfeln so lange, bis einer von uns der Sieger ist. Hey, Sonnenwirt! Noch eine Maßkanne für mich und den dicken Ezechiel. Sehr gern, Herr Peter. Gut, ich bleibe. Und würfeln wollen wir den Satz um 5 Gulden, denn niedriger ist es doch nur Kinderspiel. Ich habe 80, 90, 100... 100 Gulden bar. Und wie viel hast du? So viel wie du habe ich immer. Ich setze. 14. Überbiete, Peter Munk. 16. Der Einsatz geht an mich. Aber hatte Ezechiel vorher gewonnen, so verlor er jetzt Satz für Satz. Warf er einen Pasch, gleich warf Peter auch einen. Und immer 2 Augen höher. Da setzte Ezechiel endlich die letzten 5 Gulden. Noch einmal! Und wenn ich auch den noch verliere, so höre ich doch nicht auf. Dann leihst du mir von deinem Gewinn, Peter. Ein ehrlicher Kerl hilft dem anderen. So viel du willst. Und wenn es 100 Gulden sein sollten. 15. Pasch! Jetzt wollen wir sehen. 18. So, das war der letzte. Verflucht. Peter, streck mir 10 Gulden vor, sei kein Spielverderber. Ja, wo ich dir doch versprochen hab. Hier hast du. Hallo?
Ich habe es wohl in die andere Tasche gesteckt. Leer. Alles Geld verschwunden. Du lügst! Mir allein hast du 100 Gulden abgeknöpft. Sonnen wird, ihr seid mein Zeuge. Ich kann's beschwören. Und die Rechnung für 10 Maßkannen ist er mir auch noch schuldig. Also, Spielpeter, wo ist das Geld? Du kannst ja selbst in meine Taschen sehen. Tatsache. Leer. Nicht einen roten Heller. Zauberei. Das ist Zauberei. Gleich morgen früh gehe ich zum Amtmann und klage Peter Munk als Zauberer an. Und ich will doch erleben, ob er nicht gehängt wird. Und jetzt raus mit dir, du Pleitemacher! Der Wirt und der dicke Ezechiel fielen wütend über Peter her, rissen ihm das Wams vom Leibe und warfen ihn zur Türe hinaus. Kein Stern schien am Himmel, als Peter Munk trübselig seiner Wohnung zuschlich. Jetzt erst gedachte er seines eigenen ersten Wunsches, immer so viel Geld in der Tasche zu haben, als der dicke Ezechiel. Aus. Nun ist es mit mir. All meine Herrlichkeit ist zu Ende. Selbst als ich noch ein elender Köhlersbursch war, lebte ich froher und hatte keine Sorgen. Jetzt weiß ich nicht, wann der Amtmann kommt und meine Habe schätzt und mich pfändet der Schulden wegen. Womit habe ich diese Wende meines Glücks verdient? Habe ich dich nicht vor dem Wirtshaus laufen gewarnt, Peter? Sagtest du nicht selbst, Müßiggang sei aller Laster Anfang? Nun weißt du, wohin es führt. Das Schlemmen, Saufen, und spielen. Das wagst du mir zu sagen, Glasmann, wo du an all meinem Unglück schuld bist? So? Ich also soll schuld daran sein, wenn du unglücklich bist. Ist dies der Dank für meine Wohltaten? Wer hieß dich auch so töricht wünschen? So viel Geld in den Taschen als der dicke Ezechiel wolltest du haben und dachtest nicht daran, dass auch ihm einmal das Geld ausgehen kann. Sagte ich dir nicht, du solltest behutsam wünschen. Verstand, Peter. Klugheit hat dir gefehlt. Ach, was Verstand und Klugheit? Ich bin ein so kluger Bursche als irgendeiner und will es dir zeigen. Hab ich dich jetzt, Schatzhauser. Und den dritten Wunsch will ich jetzt tun. Den sollst du mir gewähren. Und so will ich hier auf der Stelle 2x100.000 harte Taler und ein Haus und... Peter schrie und schüttelte die Hand. Denn der Waldmann hatte sich in glühendes Glas verwandelt und brannte in seiner Hand wie sprühendes Feuer. Von dem Männlein aber war nichts mehr zu sehen. Als Peter Munk am nächsten Morgen in seine Glashütte ging, da waren schon der Amtmann und 3 Gerichtsdiener da und prüften und schätzten seine Habe. Wie Peter dies sah, zögerte er nicht lange, machte kehrt und lief, so schnell er nur konnte, und lief dem Tannenbühl zu. Als er an dem Platz vorbeirannte, wo er das Glasmännlein zuerst gesprochen, war ihm, als halte ihn eine unsichtbare Hand auf. Aber er riss sich los und lief weiter, bis an die Grenze, die er sich wohl gemerkt hatte. Holländer Michel! Holländer Michel! Herr Holländer! Kommst du, Kohlenmunk Peter, zu mir? Haben sie dir die Haut abziehen oder deine Gläubiger verkaufen wollen? Aber sei ruhig. Dein ganzer Jammer kommt von dem Glaszwerg, von dem Schwätzer und Frommler her. Wenn man schenkt, muss man gleich recht schenken. Und nicht wie dieser Knauser. Doch komm mit in mein Haus. Dort wollen wir sehen, ob wir handelseinig werden. Handelseinig? Was kann ich schon an euch verhandeln? Soll ich euch dienen, Holländer Herr? Papalapap.
komm mit in mein Haus. Holländer Michel sprang den Felsen hinab in die dunkle Schlucht, wie wenn es eine sanfte Marmortreppe wäre. Aber bald wäre Peter in Ohnmacht gesunken, denn als jener unten angekommen war, machte er sich so groß wie ein Kirchturm und reichte ihm einen Arm so lang als ein Weberbaum und eine Hand daran so breit als der Tisch im Wirtshaus. Setz dich nur auf meine Hand und halte dich an dem Finger fest. So wirst du nicht fallen. Das scheint mir aber recht gefährlich zu sein. Und wenn mein Herz auch große Sehnsucht nach aufregenden Dingen und Abenteuern hat, so pocht und klopft es jetzt doch und warnt mir ein heftiges Zaudern zu. Aha, ein paar Schläge des dummen Herzens können dich schon zittern machen. Ich gebe mir alle Mühe, es zu unterdrücken, und dennoch pocht mein Herz und tut mir weh. So gib mir das dumme, pochende Ding. Euch? Mein Herz? Da müsste ich ja auf der Stelle sterben. Sterben? Da fängt es doch erst richtig an, das Leben, wenn du es los bist. Das Zaudern und Zagen, das ängstliche Pochen und nutzlose Schenken und Spenden und ewige Wenden von Aber und Ach. Nimmermehr! Hast du's im Kopf empfunden, als dich der Sonnenwirt einen Betrüger und schlechten Kerl nannte? Hat es dir im Magen wehgetan, als der Amtmann kam, dich aus dem Haus zu werfen? Was, sag an, was hat dir da wehgetan? Mein Herz. Und was war es, das dich getrieben, in die Tasche zu fahren, so auf dein Bettelmann seinen zerlumpten Hut hinstreckte? Mein Herz. Dein Herz, auch wieder dein Herz. Ich sag dir, es hat noch keinen gereut, den unruhigen Gast aus dem Hause zu haben. Komm und überzeuge dich selbst. Peter nahm zitternd auf der Hand Platz und hielt sich am Daumen des Riesen. Es ging weit und tief hinab, aber im dunklen Tal schien Tageshelle. Der Holländer Michel hatte sich, je weiter Peter herabkam, wieder kleiner gemacht und stand nun in seiner früheren Gestalt vor einem Haus, so gering oder gut, als es reiche Bauern im Schwarzwald haben. Er führte Peter in eine Kammer. Da ging es überraschend und sonderbar zu. Auf mehreren Gesimsen von Holz standen Gläser mit durchsichtiger Flüssigkeit gefüllt. Und in jedem dieser Gläser lag ein pochendes Herz. An den Gläsern waren Zettel angeklebt und Namen darauf geschrieben. Schau nur hin, Peter Munk. Wirst einige Herren kennen, deren Herz seine Zeit hier schlägt. Amtmann in... Ja, unser Amtmann. Ja. Ezechiel, das Herz des dicken Ezechiel. Ja. Schlurke, der lange Schlurke. Fehlt nur der Tanzbodenkönig. Hier ist er ja schon. Ja. Oberförster. Ja. Das sind ja lauter angesehene Herren, die ihr hier beherbergt. Nur ihre Herzen, Peter, nur ihre Herzen. Die haben alle des Lebens Ängste und Sorgen weggeworfen. Keines dieser Herzen schlägt mehr ängstlich und besorgt. Und ihre ehemaligen Besitzer befinden sich ganz wohl dabei. Aber was tragen sie denn jetzt dafür in der Brust? Dies. Ein steinernes Herz. So? Ein Herz von Stein? Aber das muss doch gar kalt sein in der Brust. Freilich, aber ganz angenehm kühl. Warum soll denn ein Herz warm sein? Und das ist alles, was ihr mir geben könnt? Ich hoffe auf Geld. Und ihr wollt mir einen Stein geben. Nun, ich denke, an 100.000 Gulden hättest du fürs Erste genug. Und wenn du es geschickt umtreibst, kannst du bald ein Millionär werden. 100.000 Gulden? Nun, so porre doch nicht so ungestüm in meiner Brust. Wir werden bald fertig sein miteinander. Gut, Herr Michel, gebt mir den Stein und das Geld. Die Unruhe könnt ihr aus dem Gehäuse nehmen. Ich dachte es doch, dass du ein vernünftiger Bursche bist. Komm, lass uns was trinken und dann will ich das Geld auszahlen. So setzten sie sich zum Wein
tranken und tranken wieder, bis Peter in einen tiefen Schlaf verfiel. Beim fröhlichen Schmettern eines Posthorns erwachte er und siehe da, er saß in einer schönen Kutsche und fuhr auf einer breiten Straße dahin. In seiner Tasche fand er viele tausend Gulden vor, so wie es der Holländer Michel versprochen. Und als er seine Hand auf die Brust legte, war es ganz ruhig dort und rührte sich nichts. Peter setzte sich bequem in die Ecke des Wagens und fuhr in die weite Welt. Da fahre ich nun schon 2 Jahre von Stadt zu Stadt, durch Länder und über die Meere und habe alles gesehen. Merkwürdige Häuser, fremde Gassen und tanzende Menschen. Ich war immer dabei. War ich wirklich dabei? Ich aß, trank und schlief aus Langeweile und reiste ohne Zweck durch die Welt. Und sonderbar habe ich auch nur ein einzig Mal gelacht und habe mich doch sonst über den kleinsten Scherz so herzlich gefreut, habe gearbeitet und die einfache Kost der Mutter genossen. Jetzt hab ich alles, was ich wollte. Ein sorglos ruhiges Leben und Geld, viel Geld. Und gab dafür mein unruhiges, ängstlich schlagendes Herz. Und doch fühle ich, als fehlte mir was. Bin müde und werde den Geschmack des zu viel nicht mehr los. Traurig bin ich nicht, doch fehlt die Freude mir auch. Und es ist, als wenn ich nur halb lebte. Ich will nach Hause fahren und mir ein Weib nehmen. Bald vernahm man im Schwarzwald die Mär, der Kohlenmunk Peter sei wieder da und noch viel reicher als zuvor. Und als er wieder mit dem dicken Ezechiel um harte Taler spielte, stand er in der Achtung so hoch als je. Die Wahl einer Braut aber fiel Peter schwer, denn keines der Mädchen schien ihm schön und tugendsam genug. Endlich hörte er eines Tages von eines armen Holzhauers Tochter. Hat er nicht eine Tochter, Holzhauer? Die Lisbeth. Bei Gott, das ist mein einziges Glück. Sie soll die schönste und tugendsamste sein im ganzen Wald? So sagt man. Ich bin Peter Munk und entschlossen, deine Lisbeth zu meiner Frau zu machen. Der reiche Herr Peter Munk, mein Schwiegersohn? Meine Lisbeth zu seiner Frau? So habe ich es beschlossen. Und nächste Woche ist Hochzeit. Aber als Aussteuer hat sie nur Armut. Und ihre einzige Mitgift ist ein liebevolles Herz. Das mag gleich sein, wenn man nur mein Glück und mein Verstand in ihr rühmt. Dann mache sie glücklich, Peter Munk. Die schöne Lisbeth war ihrem Vater so folgsam, dass sie ohne Widerrede Frau Peter Munkin wurde. Aber es wurde der Armen nicht so gut, als sie sich geträumt hatte. Sie glaubte ihr Hauswesen wohl zu verstehen, aber sie konnte Herrn Peter nichts zu Dank machen. Sie hatte Mitleid mit armen Leuten und gab ihnen reichlich. Wusste sie doch, dass ihr Peter ein reicher Mann war. Sie half der kranken alten Frau Munkin, die in Not und Elend lebte, seit Peter in der Welt war. Da kam sie nun zuweilen, alt, schwach und gebrechlich, an einem Stock vor sein Haus. Hier, Mutter. Habt ihr einen Laib Brot, Eier, Käse und Schinken und eine Flasche Wein? Oh, vergelt dir Gott, mein Kind. Sagt, Mutter, warum bleibt ihr nicht bei uns? Und hättet genug an Essen und Trinken und ein sorgloses Alter. Das hat schon alles seine Ordnung so. Dass wir reich sind und ihr am Bettelstab geht? Ja, ja.
Aber ihr seid doch unsere Mutter. Sieh, Lisbeth, wenn ihr es nur gut habt und glücklich seid, ich bin's mit wenigem zufrieden. Ei, was? Schinken und Brot? Eier und Käse? Und gar eine Flasche Wein? Hast du was mitgebracht ins Haus, das du wegschenken kannst? Mit deines Vaters Bettelstab kann man keine Suppe wärmen. Und wirfst das Geld aus wie eine Fürstin. Wie meinst du das, Peter? Du verstehst mich recht gut. Wie viel 100 Gulden hast du schon an das alte Weib und anderes Gesindel verschleudert? Aber Peter, das ist deine Mutter. Das weiß ich selbst. Ja, Alte. Hast du einen Sechsbätzen und... Nun verschwinde. Eine Frau im Haus ist teuer genug. Und ich will dich hier nicht wiedersehen. Schönen Dank auch. Und Wohlergehen. Und du, Frau, erwische ich dich noch einmal, wie du mein Vermögen an Straßenläufer verschleuderst, sollst du meine Hand spüren. Die schöne Lisbeth weinte bitterlich über den harten Sinn ihres Mannes. Sie wusste ja nicht, dass er ein Herz von Marmor hatte und weder sie noch irgendeinen Menschen lieben konnte. Eines Tages, Herr Peter war gerade übers Feld ausgeritten, saß Frau Lisbeth vor dem Haus und spann, da kommt ein altes Männlein des Weges und trägt einen großen, schweren Sack. Hab die Barmherzigkeit, Frau, und reicht mir einen Trunk Wasser. Ich kann nicht weiter. Aber ihr solltet in eurem Alter nicht mehr so schwer tragen. Ja, wenn ich nicht Boten gehen müsste, der Armut halber und um mein Leben zu fristen. Ach, so eine reiche Frau wie ihr weiß nicht, wie weh Armut tut und wie wohl ein frischer Trunk bei solcher Hitze. Wartet einen Augenblick. Lisbeth eilte ins Haus, nahm einen Becher und füllte ihn mit Wein und legte ein gutes Stück Roggenbrot darauf. Ein Schluck Wein wird euch besser schmecken als Wasser. Aber trinkt nicht so hastig und esst auch Brot dazu. Ich bin alt geworden, aber ich habe wenige Menschen gesehen, die so mitleidig waren und ihre Gaben so schön und herzig zu spenden wussten, wie ihr. Glaubt mir, es wird euch dafür auch recht wohlgehen. Solch ein Herz bleibt nicht unbelohnt. Und den Lohn soll sie zur Stelle haben. Mein Mann? Habe ich dir nicht verboten, meine Habe zu verschleudern? Und sogar meinen Ehrenwein gießt du aus an Bettelleute. Und meinen Mundbecher gibst du an die Lippen der Straßenläufer. Vergib mir, Peter. Da nimm deinen Lohn. Dein Lohn ist meine Peitsche. Peter drehte die Peitsche, die er in der Hand hielt, und schlug Lisbeth mit dem Handgriff von Ebenholz so heftig vor die schöne Stirn, dass sie leblos dem alten Mann in die Arme sank. Als Peter dies sah, war es doch, als reute ihn die Tat. Er bückte sich herab, zu schauen, ob noch Leben in ihr sei. Gib dir keine Mühe, Kohlen Peter. Es war die schönste und lieblichste Blume im Schwarzwald. Aber du hast sie zertreten. Und nie mehr wird sie wieder blühen. Also ihr seid es, Herr Schatzhauser. Nun, was geschehen ist, ist geschehen. Und es hat wohl so kommen müssen. Ich hoffe aber, ihr werdet mich nicht bei Gericht anzeigen. Als Mörder. Elender, was hätte ich davon, wenn ich dich an den Galgen brächte? Nicht Gerichte sind es, die du zu fürchten hast, denn du hast deine Seele verkauft. Und hab ich mein Herz verhandelt. So ist niemand daran schuld als du, tückischer Geist und deine betrügerischen Schätze. Und auf dir liegt die ganze Verantwortung. Erdenwohn! Ich könnte dich verschmettern, wenn ich wollte. Wenn du
hast in den Herrn gefallen und gefrevelt. Aber um dieses Weibes willen, die mich gespeist und getränkt hat, gebe ich dir 8 Tage Frist. Bekehrst du dich nicht zum Guten, so komme und zermalme dich. Es war schon Abend, als einige Männer, die vorbeigingen, den reichen Peter Munk bewusstlos auf der Erde liegen sahen. Sie besprengten ihn mit Wasser, da schlug er die Augen auf, schaute lange um sich her und fragte dann nach Frau Lisbeth, aber keiner hatte sie gesehen. Im Wirtshaus suchte Peter sich zu zerstreuen und dort traf er den dicken Ezechiel. Peter setzte sich zu ihm. Sie sprachen dies und jenes, vom schönen Wetter, vom Krieg, von den Steuern und endlich auch vom Tod. Sag, Ezechiel, was hältst du eigentlich vom Tod? Na, man begräbt den Leib. Also begräbt man das Herz auch? Ei, freilich, das wird auch begraben. Wenn aber einer sein Herz nicht mehr hat? Was willst du damit sagen? Willst du mich foppen? Meinst du, ich hab kein Herz? Oh, Herz genug. So fest wie ein Stein. Woher weißt du es? Oder pocht vielleicht das Deinige auch nicht? Pocht nicht. Wenigstens nicht hier in meiner Brust. Aber sag mir, da du jetzt weißt, was ich meine, wie wird es gehen mit unseren Herzen? Was kümmert dich dies? Hast ja vollauf zu leben und damit genug. Wohl wahr, aber man denkt doch darüber nach. Nun, gut wird es uns gerade nicht gehen. Hab mal gehört, dass nach dem Tode die Herzen gewogen würden, wie schwer sie sich vergangen hätten. Die Leichten steigen auf, die Schweren sinken hinab. Und ich denke, unsere Steine werden ein gutes Gewicht haben. Peter, schaff dir ein wärmeres Herz. Peter. Will sehen, ob ich mir ein wärmeres Herz schaffen kann. Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist viele 100 Jahre alt. Dein ist ein Land, wo Tannen stehen, lässt dich nur sonntags Kindern sehen. Was willst du von mir, Peter Munk? Das Glasmännlein hatte ein Röcklein an von schwarzem Glas und ein langer Trauerflor flatterte herab vom Hut. Und Peter wusste wohl, um wen es traure. Ich hab noch einen Wunsch, Herr Schatzhauser. Können Steinherzen noch wünschen? Aber ihr habt mir doch 3 Wünsche zugesagt. Einen hab ich noch immer frei. Doch kann ich ihn versagen, wenn er töricht ist. Aber wohlan, ich will hören, was du willst. So nehmt mir den toten Stein heraus und gebt mir mein lebendiges Herz. Hab ich den Handel mit dir gemacht? Bin ich der Holländer, Michel, der Reichtum und kalte Herzen schenkt? Dort, bei ihm, musst du dein Herz suchen. Ach, der gibt es doch nimmer zurück. Du dauerst mich, so schlecht du auch bist. Und weil dein Wunsch nicht töricht ist, will ich dir einen Rat geben. Dein Herz kannst du mit keiner Gewalt mehr bekommen, wohl aber durch List. Denn Michel bleibt doch nur der dumme Michel.
Und nun unterrichtete das Glasmännlein Peter in allem und machte einen genauen Plan. Am Leben kann er dir nicht schaden und du wirst loskommen, wenn du dich an das hältst, was ich dir gesagt habe. Gehe den geraden Weges zu ihm und hast du, was du verlangst, erhalten, so lauf, was du laufen kannst und komm zu mir zurück. Holländer Michel! Holländer Michel! Holländer Michel! Du hast dein Weib erschlagen. Hätte ich auch so gemacht. Sie hat dein Vermögen an das Bettelvolk gebracht. Aber du wirst auf einige Zeit außer Landes gehen müssen. Denn es wird Lärm machen, wenn man sie nicht findet. Und du brauchst wohl Geld und kommst es zu holen. Du hast erraten. Und nur recht viel diesmal, denn nach Amerika ist zweit. Michel ging voran und brachte ihn in seine Hütte. Dort schloss er eine Truhe auf, worin viel Geld lag, und langte ganze Rollen Goldes heraus. 10.000, 20.000. Du bist ein loser Vogel, Michel, dass du mich belogen hast. Ich hätte einen Stein in der Brust und du habest mein Herz. Und ist es denn nicht so? Fühlst du denn dein Herz? Ist es nicht kalt wie Eis? Hast du Furcht oder Gram? Kann ich etwas reuen? Du hast mein Herz nur stillstehen lassen, aber ich habe es noch wie sonst in meiner Brust. Und Ezechiel auch, der hat es mir gesagt, dass du uns angelogen hast. Du bist nicht der Mann dazu, der einem das Herz so unbemerkt und ohne Gefahr aus der Brust reißen könnte. Da müsstest du zaubern können. Ich versichere dir, du und Ezechiel und alle reichen Leute, die es mit mir halten, haben solche kalten Herzen wie du. Und die rechten Herzen habe ich hier in meiner Kammer. Ei, wie dir das Lügen von der Zunge geht. Das machst du einem anderen weiß. Aus Wachs nachgeahmt sind deine Herzen da in der Kammer. Du bist ein reicher Kerl, das gebe ich zu. Aber zaubern kannst du nicht. Also komm herein und lies die Zettel alle. Und jenes dort, schau, das ist dein Herz. Siehst du, wie es zuckt? Kann man das auch aus Wachs machen? Und doch ist es aus Wachs. So schlägt ein rechtes Herz nicht. Ich habe das meinige noch in der Brust. Nein, zaubern kannst du nicht. Ich werde es dir beweisen. Du sollst es selbst fühlen, dass dies dein Herz ist. Der Holländer Michel riss Peters Wams auf und nahm einen Stein aus seiner Brust und zeigte ihn vor. Dann nahm er das Herz, hauchte es an und setzte es behutsam an seine Stelle. Wie ist dir jetzt? Wahrhaftig, du hast doch recht gehabt. Nicht wahr? Und zaubern kann ich, das siehst du. Aber komm, jetzt will ich dir den Stein wieder hineinsetzen. Nein, Holländer Michel, mein Herz behalte ich. Das gebe ich nicht wieder her. Der Stein, der gehört dir. Was? Du Dieb! Das gehört mir, dein Herz! Mein Herz hat mir die Liebe wiedergegeben. Deine Macht über mich ist gebrochen. Halt! Bleib hier! Mach sofort die Tür auf, Peter Munk! Wenn ich es nur bis zum Graben schaffe, dann bin ich gerettet. Gewitter zieht auf! Ihr Blitze, erschlagt ihn! Du wirst es sehen, Michel. Diesmal entgehe ich dir. Du entgehst mir nicht! Bäume zerbrechen! Versperrt ihm den Weg! Greif nur den Hang noch. Dort ist schon die Grenze. Mein Herz.
Aber woran erinnert es mich? Was habe ich nur getan? Meine Mutter habe ich ins Elend gejagt, auf Arme und Kranke die Hunde gehetzt. Und Lisbeth, meine Frau, nimmermehr wird ihr Mund sprechen, werden ihre Augen schauen. Ach, wäre ich auch tot, dann hätte mein Elendleben ein Ende. Warum weinst du, coolen Peter? Hast du dein Herz nicht erhalten? Liegt noch das Kalte in deiner Brust? Ach, Herr, als ich noch das kalte Steinherz trug, da weinte ich nie. Meine Augen waren so trocken als das Land im Juli. Jetzt aber will es mir das alte Herz zerbrechen, was ich getan. Peter, du warst ein großer Sünder. Das Geld und der Müßiggang haben dich verdorben, bis dein Herz zu Stein wurde. Nicht Freud, nicht Leid, keine Reue, kein Mitleid mehr kannte. Aber Reue versöhnt, und ich könnte schon noch etwas für dich tun. Denn dein dritter Wunsch ist noch frei. Will nichts mehr. Mit mir ist es aus. Kann mich mein Lebtag nicht mehr freuen. Und was soll ich auch so allein auf der Welt? So schau dich doch einmal um, Peter Munk. Lisbeth! So bist du nicht tot? Und auch ihr seid da Mutter und habt mir vergeben? Sie wollen dir verzeihen, weil du wahre Reue fühlst und liebst. Und alles soll vergessen sein. Zieh jetzt heim in deines Vaters Hütte und sei ein Köhler wie zuvor. Und bist du fleißig und ehrst dein Handwerk, so werden deine Nachbarn dich lieben und achten. Da nahm das Glasmännlein Abschied von ihnen. Die drei lobten und segneten es und gingen heim. Aber wie staunten sie, als sie an die väterliche Hütte kamen. Sie war zu einem schönen Bauernhaus geworden. Und alles darin war einfach, aber reinlich und gut. Von jetzt an wurde Peter Munk ein fleißiger und wackerer Mann. Er war zufrieden mit dem, was er hatte, trieb sein Handwerk unverdrossen, und so kam es, dass er durch eigene Kraft wohlhabend wurde und angesehen und beliebt im ganzen Wald. Nach einem Jahr aber schenkte Frau Lisbeth einem schönen Knaben das Leben. Und noch oft nachher, als Peter Munk schon graue Haare hatte, hörte man ihn sagen, es ist doch besser, von eigener Arbeit zu leben, als mit fremdem Gelde und einem kalten.